Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der besten Apps der Woche hier auf Own Galaxy und zwar heute sogar mit einem kleinen Jubiläum und zwar sitzen wir jetzt hier schon seit 150 Folgen zusammen und checken jede Woche die neuesten und coolsten Apps ab. Von daher gibt es natürlich auch heute zum 150. Mal 5 coole Apps und ich würde sagen, starten wir auch gleich, auf geht's! Starten wir auch gleich mit The Higher Lower Game und dabei bekommen wir mal 2 Suchbegriffe angegeben und beim ersten wissen wir mal, wie häufig der auf Google gesucht wird und unsere Aufgabe ist es nun abzuschätzen, ob der zweite Suchbegriff entweder häufiger oder seltener gesucht wird und wenn wir richtig liegen, kommen wir halt immer ein Stück weiter und können unseren Highscore erhöhen. Weiter geht es mit Send Anywhere und hiermit können wir einfache Daten an Freunde verschicken und dabei ist es total egal, welches Gerät wir dafür benutzen oder welches Gerät unser Freund hat und es ist halt sehr unkompliziert. Wir können einfach eine Datei auswählen, dann bekommen wir einen URL oder einen Code und diesen schicken wir einfach an unseren Freund und der kann dann über den URL das Ganze halt einfach aus dem Browser herunterladen oder halt mit dem Code das Ganze aus der App herunterladen. Ist wirklich sehr, sehr einfach und funktioniert mit allen Geräten, deswegen auf jeden Fall eine coole Sache. Slip Away nennt sich die nächste App und dabei verhelfen wir einer Qualle dazu, so weit wie möglich nach oben zu gelangen. Und ja, dafür können wir einfach nach links oder rechts tippen, um halt den Hindernissen auszuweichen. Durch Crowcatcher wissen wir mal ganz genau, wer sich gerade Zugriff zu unserem Smartphone verschaffen möchte. Wenn wir das Ganze nämlich entsperren und dann einen falschen PIN eingeben, dann wird hier gleich ein Foto gemacht und das Ganze wird zusammen mit den GPS-Daten an unsere E-Mail verschickt. Wenn wir jetzt hier mal nachschauen, wir haben hier gleich eine Benachrichtigung bekommen und sehen dann hier das sexy Bild von mir, wie ich hier gerade das Ganze entsperren möchte. Und wir würden halt auch noch dazu den Standort bekommen, habe ich jetzt aber ausgestellt, weil ihr sonst wissen würdet, wo ich wohne. Aber ist auf jeden Fall eine coole Sache und kann vielleicht im Extremfall sogar einen Dieb von eurem Smartphone einfach entlarven. Jetzt habe ich noch einen richtigen Klassiker für euch am Start und zwar ist das die Carcassonne-App. Und ja, Carcassonne ist eines der Brettspiele, was ich am liebsten mag. Von daher ist es umso cooler, dass es jetzt hier auch als App verfügbar ist. Und dabei können wir halt entweder Carcassonne gegen einen Computer oder gegen mehrere Computer zocken oder wir können halt auch sagen, wir spielen gegen unsere Freunde. Dabei können wir aussuchen, ob wir es an einem Gerät machen und das dann einfach rumreichen, so rundenmäßig. Oder wir können das Ganze halt auch online gegen Freunde spielen, die halt auch die App haben. Ist auf jeden Fall eine coole Sache für längere Fahrten. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine Videoempfehlung für euch am Start und zwar habe ich am Sonntag ein Video über die besten Urlaubs-Apps hochgeladen und falls ihr vielleicht bald in den Urlaub fliegt oder fahrt, ist das auf jeden Fall ein Video, was ihr euch unbedingt anschauen solltet, habe ich auch selbst im Urlaub gedreht, deswegen sind ein paar nice Shots dazwischen, gebt mir da auf jeden Fall Feedback, ihr findet den Link dazu in der Videobeschreibung, dann will ich mich natürlich nochmal für 150 Folgen hier bedanken und hoffe natürlich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, bis dahin viel Spaß und tschüss.